So, wir sind jetzt Anflug auf München. Die Moni liest und sagt, ist mir nichts. Weil die Moni gefreut sich auch bekommen. Moni, auf wen gefreut sich? Ja, vielleicht Abschlusswort, Moni, zur Reise, wie war's? Ja, extrem geil. Aber ich würde jetzt nicht sagen, zu kurz oder zu lang genau passen. Ich finde auch, dass das passt. Vielleicht noch eine Woche hätte ich es noch ausgehalten irgendwo. Nur irgendwie 3 Tage San Francisco und 3 Tage Vegas. Oder Moni, 3 Tage San Francisco, 3 Tage Vegas? Nein, dann hätte ich nur mal eine Woche, bevor ich zum Arbeiten anfange. Das ist ein bisschen schwer. Natürlich, die Moni schon zum Arbeiten. Ja. Das war's. Geschätzte halbe Stunde noch bis München. Was hast du jetzt vorher über mich gesagt, dass ich mich nicht gefreut habe? Ja, ich hab gesagt, die Moni hat sich die ganzen 5 Wochen nie so gefreut wie jetzt. Stimmt nicht. Nein, stimmt wirklich nicht. Die Moni hat sich viel gefreut, wie sie den Papa Gump gesehen hat, das erste Mal. Ich bin mit jedem Papa Gump gefreut. Stimmt eigentlich, die Moni hat sich jeden Papa Gump gefreut. Eigentlich ist die Moni sehr schnell glücklich zu machen. Nein. Die Moni hat sich gefreut, wie wir im Casino waren. Ich habe mich über das Warner Brothers, habe ich mich voll gefreut, als Warner Brothers war cool, ja. Ich bin so gefreut über das Gilmore Girls. Richtig, das Gilmore Girls, Hoplots Ding, Stars Hollow Ding. Das war wirklich cool, ja. Dann über den perfekten Strandtag auf Big Island hat sich die Moni gefreut. Also, überall, wo sie die Moni gefreut hat, hat sich eigentlich auch der Albert gefreut. Möchte ich nur gleich mal hinzufügen. Ja, der Albert hat sich bei Abercrombie & Fitch immer noch gefreut. Das ist allerdings richtig, so wie sie die Moni bei Bauer Gump gefreut hat, hat sie der Albert bei Abercrombie & Fitch gefreut. Und glaubst du, wird der Abercrombie & Fitch jetzt irgendwie bankrott gehen, nachdem ich dort war? Ich weiß nicht, ob der bankrott geht oder nicht, aber du hast ja Hollister. Übrigens, Hollister ist eine Stadt, wo es die ganze Zeit Erdbeeren gibt. Und das schreibt man genau gleich wie das Hollister auf dem. Das kann kein Zufall sein. Ja. Ich weiß nicht. Ja, also. Aber das ist irgendwie eine Stadt da in Kalifornien, wo die St. Andreas Fault 500 andere. Da waren wir nicht, Moni, übrigens. Nein, nicht, aber da. Und der, also, das haben wir auch schon gesehen. Da geht die Fault und 5 andere Falten gehen genau durch die Stadt irgendwie und da wohnt irgendwie jeden Tag. Und wir waren nicht dort. Wir waren nicht dort, aber es hat mich irgendwie an die kleine Marke erinnert. Ja. Wie du gesagt hast, ist das Abercrombie. Ja, das ist das nächste Abercrombie. Also, eigentlich geht es der Abercrombie, aber ja. Mit einem Abercrombie T-Shirt, Hemd, mit einem Schirm. Ah, den Ding, den Bruder vom in Charlie. In Ellen, genau. Ja. Mit meinem cooler Onkel Charlie, der trägt auch Abercrombie. Und was mich angefragt hat, war, dass wir nicht Two and a Half Men oder irgendeine andere Show von Warner gesehen haben, weil wir einfach zu dumm sind. Ja, richtig. Und wir sind saumäßig unprepared, muss man auch wieder da festhalten. Aber für das, dass wir saumäßig unprepared waren, sind wir eigentlich ziemlich gut durchgekommen, oder? Und haben extrem viel gesehen. Hätte ich Ihnen, wenn wir prepared gewesen waren. Dann hätten wir nicht diese Tour genommen machen müssen, aber vorbei und hätten vielleicht irgendwas anderes noch gemacht. Ja, obwohl, das war eigentlich alles ziemlich cool. Dann hätten wir vielleicht Zeit gehabt zum Reiten, wenn wir nicht fünfmal das selber machen hätten müssen. Wir haben zusammen so gemacht. Nein, wir sind einmal zweitens auf dem Berg und einmal zweitens zu dem Laberding und das hat einfach gute Zeit verschissen, wenn wir den ganzen Tag nicht gefahren sind. Ja, und Zeit verschissen hat auch, dass irgendwie gesagt hat, es kommt ein Hurricane, ja, und dann ist keiner Kummer. Das hat eigentlich den ganzen Tag verschissen. Warum? Da war mehr am Strand. Ja, dann haben wir anders dann planen können irgendwie. Naja. Also die Moni und ich nur zum Abschluss. Lächeln. Lächeln. Ja, dann sollen wir da jetzt gerne mal winken. Bye bye. Ja, ich würde nicht sagen, bis zum nächsten Mal, Moni, weil es war unsere letzte Reise. Zusammen. Sorry. Also ein trauriger historischer Moment, in der ich jetzt eher wieder schien. Es sei denn, der Albert findet Girlfriend und man kann irgendwo einen anderen Roadtrip machen oder so. Richtig, ein vierer Roadtrip, das ist jetzt das nächste. Ja, auf jeden Fall haben wir Freundin. Okay, also Nummer 1, Freundin finden, Nummer 2, Roadtrip. Urlaub von Arbeit und Geld und Urlaub von. Richtig, und dann Roadtrip gemeinsam, Moni, Tom, Albert. Und mit X. Mit X. Ich war Australien. Australien? Was? Fixieren wir das gleich?
Okay. Ja, Albert also, ist eine Freundin, hast du mir was? Also sobald ich in einer Beziehung also bin? Also alle Frauen, der Albert plant nach Australien, also kreist euch ihm. Also sobald ich in einer Beziehung bin, gehen wir auf einen 4-Roadtrip. Na ernsthaft? Ja, sag dir jetzt, deutlich nur mit die Kamera, so dass ich ganz drauf habe, ja. Das hab ich eh schon mal gesagt, während wir da rumgelaufen sind. Ja, da hab ich nicht, das hab ich nicht. Nein, da hab ich nicht ganz genommen. Ja, wieso nimmst du die denn? Ja, jetzt ist Reise zu Ende, jetzt muss man die nächste Reise planen. Na gut, also, dann bis zum nächsten Mal. Bitte.